hat geklingelt. Das ist Albert, er wollte mich abholen. Macht mal jemand auf. Erich. Ja, ich gehe schon. Suchst du was? Ich habe was im Büro vergessen. Ein paar Unterlagen. Eine Sache, die ich bis morgen fertig machen muss. Solltest du endlich aufhören, die Arbeit mit nach Hause zu nehmen? Ja, das sagst du so einfach. Das ist wichtig. Guten Abend. Guten Abend, David. Guten Abend. Guten Abend. Karin ist noch nicht fertig. Wieso ist die eigentlich nie fertig, wenn du sie abholen kommst? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt. Wird über mich gesprochen? Dein Vater stellt gerade fest, dass du nie pünktlich bist. Aber bin ich doch. Schau mal. Guten Abend, Albert. Lässt dir noch niemand die Schuhe an? Was ist denn los, Vater? Schlecht gelaunt? Er hat etwas im Büro vergessen. Du vergisst etwas? Ist das das Alter, Vater? Ach, ich weiß nicht, was es ist. Das Alter. Das Alter. Kann schon sein. Kann ich deinen Wagen haben, Vater? Nein, den brauche ich selber. Was musst du noch mal weg? Ja, weil ich dann noch mal ins Büro muss. Brauch dringend die Unterlagen. Und es tut mir leid, mein Junge. Du macht nichts. Nehmen wir mich mit? Na klar. Kommst du da jetzt noch rein? Ja, Baumbauer ist doch da. Ich ruf ihn mal an. So, fertig, willkommen. Wir nehmen Erich mit. Wo willst du denn hin? Schwabing, Leopoldstraße. Kriegst du Vaters Wagen nicht? Nein. Ich fahr ins Büro. Er lässt sich nicht abhalten. Wenn es einen Preis gäbe für Korrektheit, du würdest ihn kriegen. Tschüss. Tschüss. Herr Baumbauer, hier ist Jurowski. Abteilung 6. Ja, ich habe was im Büro vergessen. Sie haben doch die Schlüssel für die Abteilung. Ja, den habe ich. Was haben Sie denn vergessen? Ja, ja, kommen Sie nur vorbei. Guten Abend, Herr Baumbauer. Guten Abend, Herr Jurowski. Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch störe. Oh, mach doch nichts. Ich bin für jede Abwechslung dankbar. Warten Sie, ich hole nur die Schlüssel. Hat das richtig gerade geflackert? Ja, ganz kurz. Komisch. So flackert es manchmal nur, wenn Geräte eingeschaltet werden. Kommen Sie, fahren wir nach oben. Ja, weil ich zu Hause Ruhe habe, deswegen. Im Büro kann ich mich immer weniger konzentrieren. Das darf man aber nicht laut sagen, die halten einen sonst gleich für verkalkt. Ja, das ist richtig. Besonders die Jungen, die ja im Vorteil sind. Wieso sind die im Vorteil? Weil die ausgeruht sind. Die haben das, was bei uns langsam nachlässt. Na, was werden das? Vitalität. Die haben sie nun mal. Also bitte. Na, sehen Sie, da liegen Sie ja. Ich wusste ja, dass ich Sie zurechtgelegt habe. Schon wieder? Was kann das sein? Läuft im Werk vielleicht noch irgendwo eine Maschine? Nein, nein. Hören Sie das auch? Das ist die Heizung. Die läuft doch gar nicht. Hier, kommen Sie mal. Legen Sie mal das Ohr in die Heizung. Hören Sie es auch? Ja, ganz deutlich. Als ob da irgendwo gearbeitet würde. Entschuldigen Sie, das ist mir jetzt nicht geheuer. Wie meinen Sie denn das, Herr Baumbauer? Was ist denn das? Psst. Thank you.
Los, gehen Sie weg. Bitte schnell, gehen Sie doch mal. Blicken Sie um. Jarowski, kein Wort darüber, dass Sie mich gesehen haben. Ich schwöre Ihnen, wenn Sie es tun, wird man Sie umbringen. Glauben Sie mir, man bringt Sie um. Und nennen Sie meinen Namen nicht. Herr Jarowski, haben Sie mich verstanden? Bitte, dann sagen Sie doch was. Herr Jarowski. Sind Sie der Pförtner? Patente. Ja, das erzählt. Ein gewisser Jarowski, der Zeuge gewesen ist. Was? Wir haben einen Zeuge? Ja. Ein Angestellter, der musste nochmal zurück in sein Büro, zusammen mit dem Pförtner, weil er irgendwelche Akten vergessen hat. Dann haben sie ein Geräusch gehört und der Pförtner ist dem Geräusch nach und wurde dabei erschossen. Wo ist der Zeuge? Der ist in seinem Büro. Hier sind die Einschüsse. Ja. Das ist Herr Jarowski. Guten Abend, Herr Jarowski. Mein Name ist Derek. Ich habe gehört, Sie haben die Täter gesehen, die Einbrecher. Man hat Sie dann verfolgt bis hierher, ja? Sie haben auch einen ziemlichen Schrecken bekommen, nicht wahr? Naja, es ist verständlich. Sind Sie in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten? Ja. Ist fein. Bitte nehmen Sie Platz. So, also zuerst einmal, was haben Sie gesehen? Ja, ich habe nichts gesehen. Ich bin hier unten auf dieser Etage geblieben. Herr Baumbauer ging alleine hinauf. Er sagte, bleiben Sie hier und rühren Sie sich nicht von der Stelle. Und das habe ich getan, bis oben der Lärm losging und die Sirene und der Schuss fiel. Und was passierte dann? Sind Sie hinaufgelaufen? Nein, ich war wie gelähmt vor Schreck. Sie blieben also stehen? Ja. Dann kamen die Männer runtergelaufen? Ja. Da haben Sie sie also gesehen. Und wie viel waren das? Ja, wie viel? Da waren es 2, 3 oder waren es 4? Das kann ich nicht sagen. Ich habe mich umgedreht und bin hierher in mein Zimmer gelaufen und habe abgeschlossen, die Tür abgeschlossen. Aber die sind Ihnen noch nachgelaufen? Ja. Na, so wie man Sie gesehen hat, so müssten Sie eigentlich auch die Männer gesehen haben. Auf der Etage brannte ja Licht. Ja, das ist richtig, aber ich
kann keine Beschreibung geben. Das tut mir leid. Sie haben also nicht gesehen, was Sie anhatten, wie alt Sie waren, wie groß. Die waren noch nicht maskiert. Nein. Ah, nein. Ich meine, wenn Sie gesehen haben, dass Sie nicht maskiert waren, dann müssten Sie doch eigentlich einen Eindruck haben, nicht? Sie müssten sich doch eigentlich ein Bild machen können. Ja, ich sage Ihnen doch, nein. Nichts gesehen, weil es schwer zu begreifen. Irgendwas muss er doch gesehen haben. Zeugen, Augenzeuge, der nichts gesehen hat. Das gibt's doch. Ah, was? Das kommt ja vor. Es war für den Mann eine ungewöhnliche Situation. Entschuldigen Sie bitte, Herr Jurowski. Ist dir nicht gut? Nein, nein, es geht schon. Bin schon wieder in Ordnung. Der Schrecken. Ja, es wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Gute Nacht. Bist du ja. Das hat aber lange gedauert. Baumbauer ist tot. Ein Einbruch, während ich da war. Er hat die Einbrecher überrascht. Sie haben ihn einfach totgeschossen. Was? Was? Ja, die Polizei ist natürlich gekommen. Es hat gedauert. Um Himmels Willen, Karl. Jurowski? Herr Jurowski, nur eine Frage. Was haben Sie vor der Polizei ausgesagt? Haben Sie meinen Namen genannt? Herr Jurowski, bitte antworten Sie. Haben Sie meinen Namen genannt? Nein, ich habe Ihren Namen nicht genannt. Aber ich werde ihn nennen. Ich werde Ihren Namen nennen und ich werde sagen, was ich weiß und was ich gesehen habe. Nein, tun Sie das nicht. Bedenken Sie doch, Herr Jurowski. Man würde mich verhaften. Mich, nur mich. Die anderen nicht. Nein, nein, die auf keinen Fall. Die würden draußen bleiben, in Freiheit. Und die würden Sie umbringen. Sie, Herr Jurowski. Oder auch jemanden aus Ihrer Familie. Was sagen Sie da? Und dagegen können Sie sich nicht schützen. Da kann Ihnen niemand mehr helfen. Auch die Polizei nicht. Er hat der Polizei noch nichts gesagt, aber er sagt, er wird es ihr sagen. Hallo? Hallo? Ja, wer war das? Mit wem hast du telefoniert? Du sagst, Baumbauer ist tot. Erschossen. Ja. Weiß das seine Frau schon? Na, ich nehme es an. Geh nicht an die Tür! Warum nicht? Es werden die Kinder sein. Ja, die haben doch Schlüssel. Oder haben die etwa keine? Vielleicht haben sie vergessen. Ja, ich sehe mal nach.
Begreifen Sie es jetzt? Noch einmal, Herr Jurowski. Keine Aussagen vor der Polizei. Wer war das, Karl? Wieder der gleiche? Ja. Die Polizei. Ruf die Polizei an. Polizei. Ja, ich weiß nicht. Lass uns doch einmal überlegen, ob das richtig ist. Ob das richtig ist? Man hat durch das Fenster auf uns geschossen. Dann müssen wir doch die Polizei verständigen. Hör mal langsam. Ja, hier ist es, Nummer 37. Ich glaube, es ist die Polizei. Wie im Wilden Westen. Jetzt kann man ja abends nicht mehr ans Fenster gehen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Jurowski. Guten Abend. Guten Abend. Das sind die Herren, die den Tod, den Mord an Baumbauer untersuchen. Und das ist meine Frau, meine Kinder. Da sehen Sie mal. Und da im Kamin sind die Einschüsse. Ja, wenn Sie bitte nichts anfassen. Wir warten noch auf die Spurensicherung. Ja, Herr Jurowski. Jetzt hat man schon zum zweiten Mal auf Sie geschossen. Ja. Was? Zum zweiten Mal? Bitte. Ich habe dir die Geschichte nicht erzählt. Die sind schon im Werk hinter mir her gewesen. Und da bin ich ins Büro gerannt und da haben sie durch die Tür auf mich geschossen. Es besteht ja wohl kein Zweifel, dass es in beiden Fällen um die gleichen Leute handelt. Und darum gleich zwei Fragen. Erstens, warum schießt man dauernd auf sie? Und zweitens, woher wissen die Leute, wo sie wohnen? Ich weiß es nicht. Ist Ihnen gar nichts aufgefallen? Ich meine, ein Auto oder sowas, das Ihnen gefolgt ist? Nein, nichts. Erwähnen Sie die Telefongespräche. Was für Telefongespräche? Es wurde zweimal telefoniert. Vor den Schüssen und kurz danach. Wer hat mit Ihnen telefoniert? Ja, das weiß ich nicht. Der Mann hat sich nicht vorgestellt. Aber was wollte er? Ja, geben Sie mal das Gespräch wieder. Bitte so wortgetreu wie möglich. Wortgetreu. Aber ja, Vater, sicher ist jedes Wort wichtig. War Ihnen die Stimme bekannt? Nein, unbekannt. Ja, war es eine ältere oder eine jüngere Stimme? Älter, jünger, ich... Aber das merkt man doch, Vater. War es eine helle oder eine dunkle Stimme oder eine kräftige Stimme? Ja, was weiß ich, es war die Stimme eines Mannes. Das Gespräch, Herr Jurowski. Was wollte der Mann? Ja, zuerst habe ich ihn gar nicht verstanden. Ich sagte, wer sind Sie? Was wollen Sie? Und er sagt... Das muss ich jetzt aber genau überlegen, weil Sie das ja wortwörtlich wollen. Er sagte... Machen Sie keine Aussage vor der Polizei. Und ich sagte, ja, wie denn? Ich weiß ja nichts, ich habe ja nichts gesehen, überhaupt nichts. Wie kann ich denn eine Aussage machen? Und das zweite Gespräch? Das zweite? Mama, sag doch, du hast zweimal telefoniert. Ja, es war derselbe Mann, dieselbe Stimme. Und er sagte, jetzt sehen Sie... Wie ernstens das ist. Nannte er Sie beim Namen? Ja. Wie? Er nannte Sie Herr Jurowski? Ja. Na, dann weiß er doch, wer Sie sind und wo Sie wohnen. Überlegen Sie doch mal. Was soll ich denn da überlegen? Was? Vielleicht gehen wir noch so einen Betrieb. Was halten Sie davon? Das würde erklären, dass die Leute gewusst haben, wonach sie suchen. Ja, ja, wäre möglich, natürlich. Die Stimme, Vater, erinnert sie dich nicht an jemanden? Ja, ist ja ganz klar. Der Mann, der auch der Mörder ist, hat Angst bekommen, will dich einschüchtern. Ach, die Stimme sagt mir überhaupt nichts. Ich kann keine Aussage machen. Und wenn der Anrufer davor Angst gehabt hat, dann hat er sie umsonst gehabt. Bleiben Sie hier. Na und? Komm rein. Das ist Herr Berger, ein Kollege von uns. Na und? Die Kollegen von der Spurensicherung sind gleich da. Die beiden Geschosse hier sind sicherzustellen. Ah, die Schüsse kamen durch das Fenster. Ja. Übrigens, das zweite Telefongespräch. Wann kam das? Kurz nach den Schüssen? Ja, ja, ganz kurz danach. Wir standen noch wie versteinert. Und da klingelte das Telefon. Gibt's hier eine Telefonzelle in der Nähe?
Ja, 30 Meter von hier. Na gut, dann fangt er an. Ja. Okay, und dann noch ums Haus herum. Na, ist was drauf? Na, mehr ist genug. Jetzt schießen Sie den Pferd über den Haufen, dann verfolgen Sie den Zeugen bis hierher, schießen durch die Scheiben in die Wohnung. Und warum? Vielleicht haben Sie Angst, dass Sie irgendwas aussagen. Ja, das ist die Frage. Kann er was aussagen oder kann er nichts aussagen? Ist er selbst in die Sache verwickelt? Was meinst du? Ich weiß es nicht. Noch weiß ich es nicht. Sie fahren gerade weg. Mann, ist das eine Geschichte. Das kann man vielleicht auch noch in die Zeitung, ne? Mag noch jemand ein Bierchen und eine ganz trockene Kehle vor Aufregung? Du vielleicht, Vater? Ach nee, das mal. Das heißt vielleicht doch. Aber kein Bier, bring mir einen Schnaps. Ich hol ihn dir. Ich habe mir auch einen eingeschenkt. Das ist mir ganz schön auf den Magen geschlagen. Karl, dein Telefongespräch vor der Polizei. Ja, was ist damit? So wie du es wiedergegeben hast, war es nicht. War es nicht? Ja, wie war es denn dann? Der Wortlaut war nicht so, jedenfalls nicht von dem, was du gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, nein, ich habe ihren Namen nicht genannt und dann, aber ich werde ihn nennen. Ich werde sagen, was ich weiß und du warst ganz aufgeregt dabei. Was? Vater? Das ist doch... Das ist Unsinn. Das hast du falsch verstanden. Aber ich weiß doch, was du gesagt hast. Das waren deine Worte. Ich habe ihren Namen nicht genannt, aber ich werde ihn nennen. Ja, hast du denn jemanden erkannt? Nein, natürlich nicht, nein. Entschuldige mal, wie soll man denn deine Worte verstehen? Wenn du sie so gesagt hast, wie es Mutter gehört hat? Ja, aber ich habe sie nicht so gesagt. Und außerdem spielt das für mich überhaupt keine Rolle, ob ihr meine Worte versteht oder nicht. Du hast jemanden erkannt und verschweigst den Namen? Ich verschweige... Nochmal, die sind doch zu allem fähig. Die haben Baumbauer einfach ohne eine Sekunde zu zögern totgeschossen. Lene... Erich. Also du kennst jemanden, hast jemanden erkannt und könntest einen Namen sagen. Ja, könnte einen Namen sagen, ja. Könnte einen. Ja, aber man hat mir gesagt, wenn ich den Namen nenne, werde ich umgebracht, totgeschossen. Das ist keine leere Drohung. Aber die Polizei wird doch die Täter verhaften. Ja, ja, einen kann sie verhaften, ja. Aber das ist nicht der Mörder. Nicht der Mörder? Woher weißt du das denn? Woher weißt du das denn alles? Ich weiß nur, dass ich keine Wahl habe. Aber du musst doch den Namen nennen. Es ist doch jemand ermordet worden. Wieso muss ich den Namen nennen? Ich muss überhaupt keinen Namen nennen. Wer sagt denn, dass ich einen Namen nennen muss? Und jetzt antworte ich auf eure Fragen überhaupt nicht mehr. Das ist entschieden. Was hast du vor? Die Polizei anrufen und sagen, dass Vater den Mörder kennt. Mama, das muss er sagen. Er muss es sagen, nicht du. Du hörst doch, er sagt es nicht. Warum sagt er es denn nicht? Weil er Angst hat. Ich hab sie auch. Morgen, Herr Jurowski. Morgen, Herr Göbel. Dr. Schranz möchte Sie gern sprechen. Kommen Sie doch bitte mit. Da sind Sie. Guten Morgen, Herr Jurowski. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Herr Jurowski. Na, bitte nehmen Sie doch Platz. Guten Morgen. Ich habe mich heute Nacht schon über alles verständigt, aber wie ich höre, sind Sie ja nicht nur Zeuge, sondern auch Mitbetroffener. Man hat ja auch auf Sie geschossen. Ja, man hat versucht, auch mich umzubringen. Zweimal. Ja, die Täter waren offenbar der Meinung, dass Sie sie erkannt haben. Ja, offenbar.
Aber wir hören von Herrn Derrick, dass Sie keine Aussage machen können. Nein, keine. Sie können keinerlei Beschreibung von den Männern geben? Na, bedenken Sie, es war ja dunkel. Nein. Also so ganz dunkel war es nicht. Aber ziemlich dunkel, halbdunkel. Ich hörte, wie Sie die Treppe herunterkamen und ich sah Sie aber nur undeutlich. So undeutlich, dass Sie keine Beschreibung geben konnten. Ja, ich versuchte, mich in Sicherheit zu bringen. Naja, weswegen wir Ihnen keinen Vorwurf machen, Herr Jaworski. Sahen Sie bei dem Telefonat, da soll der Anrufer Sie beim Namen genannt haben. Nein. Nein, in diesem Punkt muss ich mich berichtigen. Wenn das im Protokoll steht, muss das korrigiert werden. Ja, Herr Jaworski, Sie wissen, dass das sehr wichtig ist. Ich meine, man könnte daraus schließen, dass die Täter möglicherweise mit unserem Haus Verbindung haben. Ach so, ja. Natürlich. Aber wenn ich das in der ersten Aufregung gesagt haben sollte, dann... Das muss ich zurücknehmen. Sagen Sie, Herr Jaworski, fühlen Sie sich in der Lage, Ihre Arbeit zu tun? Ich meine, wollen Sie vielleicht ein paar Tage aussetzen? Nein, ich bin in der Lage, die Arbeit zu tun. Bitte warten Sie doch mal einen Augenblick draußen, Herr Jaworski. Herr Doktor. Warum hat er seine Aussage zurückgenommen? Ja, das ist die entscheidende Frage. Wie beurteilen Sie ihn? Bitte, Herr Göbel. Ja, was wollen Sie wissen? Charakter, Wesen? Mhm. Er ist fleißig, zuverlässig, tut seine Arbeit zur Zufriedenheit. Ich kann nichts Nachteiliges über ihn sagen. Aber eine sehr stark ausgeprägte Persönlichkeit ist er wohl nicht. Kommt drauf an, welche Maßstäbe Sie anlegen. Sagen wir mal so, es hat sich hier noch nicht bemerkbar gemacht. Wurde auch nicht verlangt. Tja, ich danke Ihnen, mein Herr. Danke, dass Sie gewartet haben, Herr Jaworski. Ich wollte eigentlich nur wissen, was da geklaut werden sollte. Es waren wichtige Patentschriften, die sich gerade im Tresor befanden. Sie stellen einen beträchtlichen Wert dar. Ja. Ich würde Sie sehr gerne in Ihr Büro begleiten. Bitte. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Becker. Guten Morgen, Herr Jaworski. Meine Sekretärin, das ist Herr Derrick von der Mordkommission. Sie haben sicher gehört, was sich gestern hier abgespielt hat. Ja, ich habe schon gehört. Auch, dass Baumbauer tot ist. Ja, ich sagte ja, ich habe schon davon gehört. Ah, da sind Sie ja, Herr Jaworski. Wir haben endlich gehört, was passiert. Gott sei Dank. Sie waren hier heute dabei, als Baumbauer erschossen. Meine Kollegen, alles Abteilung 6, Herr Derrick von der Mordkommission. Grüß Gott. Ach, dann erfahren wir es ja jetzt aus erster Quelle. Was ist denn da eigentlich passiert? Na, Mord nach versuchtem Einbruch, das wissen Sie doch sicher, nicht? Ja, ja, es ging um Patentschriften, die da oben im Tresor liegen. Ja, das ist allgemein bekannt? Ja, ob allgemein bekannt, das weiß ich nicht. Wir wissen es jedenfalls, weil wir ja schließlich mit Patenten zu tun haben. Und keine Spur von den Tätern? Nein, keine. Aber Sie sind doch unmittelbar dabei gewesen. Na, dabei gewesen, das kann man wirklich nicht sagen. Ich war in der Nähe, die Polizei fragt mich ständig nach Aussagen, aber ich kann keine Aussagen machen. Ich habe Schatten gesehen, Schatten auf der Treppe, aber was sind schon Schatten? Ja, mit Schatten kann man wirklich nicht viel anfangen. Na, jedenfalls sind wir froh, dass Ihnen nichts passiert ist. Und das wollten wir alle Ihnen sagen. Danke Ihnen, schöne Rote. Danke. Also bis nachher. Ja, danke. Wollen Sie noch etwas von mir, Herr Derrick? Ja. Ach, bitte, Fräulein Becker. Würden Sie uns einen Augenblick allein lassen? Vielen Dank. Bitte setzen Sie sich doch. Ja, es gibt eigentlich nur eine einzige Frage, Herr Jaworski, die mich seit gestern Nacht unablässig beschäftigt. Ja, und die wäre? Sagen Sie die Wahrheit oder verschweigen Sie die Wahrheit? Verschweigen Sie sie unter dem Eindruck einer Morddrohung? Ja, verstehen Sie mich richtig, ich hatte Ihr Verständnis dafür. Kein Mensch ist völlig furchtlos. Vielleicht haben Sie Angst. Schauen Sie. Wir sind alle nur als Menschen geboren, keiner von uns ist ein Held.
Aber ich verspreche Ihnen, dass wir Ihnen helfen werden. Dass wir alles tun werden. Alles. Alles, was nur menschenmöglich ist. Nein, nein. Wovon gehen Sie denn aus? Dass ich lüge? Ich lüge doch nicht! Wie kommen Sie dazu, mir das zu unterstellen? Sie haben mir also nichts zu sagen. Nein. Ich kann doch verlangen, dass man mir Glauben schenkt. Natürlich. Na, ich muss Ihnen diese Frage stellen, Herr Jurowski. Das wär's auch schon. Wiedersehen. Bäcker. Ich kann Ihnen nichts sagen. Bitte fragen Sie mich nicht. Bitte. Glauben Sie mir, wenn Sie auch nur ein Wort sagen, bringt man Sie um. Oder jemand aus meiner Familie. Das haben Sie vergessen. Nein. Schaust du mich denn so an? Ich dachte, ich könnte dir ansehen, was sich ereignet hat. Was soll sich denn ereignet haben? Ach, ihr seid schon da. Wir sind heute extra früher nach Hause gekommen. Wozu? Wir wollen wissen, was passiert ist. Ja, was soll denn passiert sein? Nichts ist passiert, absolut nichts. Ja, hast du denn nichts gesagt? Nein! Was glotzt ihr mich denn so an? Was wollt ihr denn von mir? Schon gut, Karl. Reg dich nicht auf. Hab ich vielleicht ein Hecker auf dem Rücken? Ihr glotzt mich an wie ein Tier im Zoo. Jetzt hör mal zu, Vater. Du musst etwas sagen. Du musst der Polizei sagen, was du weißt. Ich weiß nichts. Ich streite alles ab. Ich leugne alles ab. Was hat sie denn? Da fragst du noch? Du musst doch sagen, was du gesehen hast. Du hast doch jemanden erkannt. Das kannst du doch nicht verschweigen. Du übersiehst da etwas. Wieso? Was übersehe ich? Die Tatsache, dass ich nichts machen kann. Wenn ich rede, wird einer verhaftet. Na und? Einer wird verhaftet. Einer. Die beiden anderen sind draußen. Niemand kennt sie. Es ist doch ganz leicht für sie, das, was sie angedroht haben, in die Tat umzusetzen. Die Polizei muss doch eine Chance bekommen. Karin, die Drohung galt nicht nur mir. Die galt der ganzen Familie. Auch dir. Auch mir? Der ganzen Familie. Sieht die Sache jetzt anders aus? Entschuldige, aber jetzt verstehe ich dich viel besser. Es ist nicht nur die Angst um dich, Vater. Du hast Angst um uns. Vater, Vater, wir müssen das sofort besprechen. Vater, Karin sagt, die Morddrohung galt uns, uns allen. Deshalb hast du geschwiegen. Ja. Komm. Bitte komm. Also, was machen wir? Die Frage betrifft jetzt uns alle, nicht nur Vater. Schweigen? Weil uns jemand bedroht mit Mord? Karin. Ich sage nicht schweigen. Wenn da ein Risiko dabei ist, für mich persönlich, ich nehme das auf mich. Gut. Das ist auch meine Meinung. Mutter, was sagst du?
Mutter. Stimmt das, dass man uns alle bedroht? Mit Mord bedroht? Ja, deine Meinung, Mutter. Wir können nicht schweigen. Nein. Das kann man wohl nicht. Gut. Dann rufen wir an. Wen rufst du an? Die Polizei. Nein! Was nein? Du hörst, was ich sage. Nein! Ich habe da anders entschieden. Ich denke nicht daran, irgendeine Aussage zu machen. Keine Aussage! Keine! Guten Morgen, Herr Jurowski. Ich möchte nicht, dass Sie mich so ansehen. Sie wissen, dass ich keine Aussage mache. Sie haben keinen Grund zur Besorgnis. Haben Sie mich verstanden? Ja, Herr Jurowski. Morgen zusammen, wie geht's? Ja, so bedrückt aus. Irgendwas passiert? Soll nicht wieder jemand durch die Tür geschossen? Ich verbiete mir das. Verbiete mir diese Art von Scherzen. Entschuldigen Sie, Herr Jurowski, war ja nicht so gemeint. Das war auch wirklich ganz unnötig. Ich habe ja gesagt, Entschuldigung. Ich wiederhole, Ihr Vater hat zu dem Anrufer gesagt, ich habe Ihren Namen nicht genannt, aber ich werde ihn nennen. Was er aber dann doch nicht getan hat. Aufgrund der Drohung. Einer Morddrohung, die nicht nur unserem Vater galt, sondern uns allen, der ganzen Familie. Das heißt also, er kennt einen der Täter. Das ist es, was ihn so besorgt macht. Sie könnten nur diesen einen verhaften, die anderen beiden... Moment mal. Es gibt also noch zwei. Also insgesamt drei. Ja, aber die beiden würden draußen bleiben. Und mein Vater meint, wozu die fähig sind, das hätten wir ja gesehen. Ihr Vater weiß nicht, dass Sie hier sind. Nein. Ja, bitte? Ach, guten Tag. Guten Tag. Herr Jurowski, kann ich Sie bitte noch einmal sprechen? Sprechen? Wozu? Ich bin beschäftigt. Eine Terminarbeit. Naja, nur 5 oder 10 Minuten. Nicht eine. Warum nicht? Ich habe mit Ihrem Chef gesprochen, er hat gar nichts dagegen. Was wollen Sie denn noch? Ja, na, ich schlage vor, wir gehen in die Kantine, nicht? Da sind wir ungestört. Na schön. Nur ein paar Minuten, Herr Rothe. Natürlich, Herr Jürgen. Was hat das zu bedeuten? Gar nichts. Das Erste, was Jurowski heute Morgen zu mir sagte. Er habe keine Aussage gemacht und ich glaube ihm das. Warum ist dieser Kripo-Mensch nochmal da? Das weiß ich. Das muss doch seinen Grund haben. Er sagt nichts. Er hat mir versichert, dass er nichts sagt. Hoffentlich. Wie konnten die Kinder das tun? Die haben Unrecht. Die haben das falsch verstanden. Die haben alles völlig falsch verstanden. Ich bestreite das. Bestreite das. Entschieden. Ich habe auch mit Ihrer Frau gesprochen. Mit meiner Frau? Sie bestätigt, was Ihr Sohn und was Ihre Tochter gesagt haben. Bestätigt? Wort für Wort. Wie kannst du denn das tun? Ich kann mir doch nicht so... in den Rücken fallen. Ich wiederhole. Ich weiß nichts, habe nichts gesehen, habe niemanden erkannt. Ändere meine Aussage nicht. Verlieren nur Ihre Zeit. Warten Sie noch einen Moment.
Das ist Frau Baumbauer. Frau Baumbauer? Sie möchte mit Ihnen sprechen. Wozu? Herr Jurowski? Ja, das bin ich. Sie waren dabei, als mein Mann erschossen wurde? Ich war nicht dabei, ich war in der Nähe. Ganz in der Nähe. Entschuldigen Sie. Ich wollte Sie sehen, mit Ihnen sprechen. Sie waren derjenige, der die letzten Worte mit ihm gewechselt hat. Bitte. Ja, da kann ich Ihnen gar nichts sagen. Das war ganz normal. Er sagte, weil er ein Geräusch gehört hatte, sagte er, bleiben Sie hier, rühren Sie sich nicht von der Stelle. Und dann lief er die Treppe herauf. Tja, was oben geschah, weiß ich nicht. Und dann hörte ich den Schuss. Ihn selbst? Seine Stimme? Nichts, gar nichts. Er schrie nicht? Nein, nein. Er muss... Ja, ich nehme an, er war sofort tot. Was haben Sie denn? Herr Jurowski. Mir ist nicht gut. Das geht schon wieder. Ich bin schon wieder in Ordnung. Hat man Ihnen so zugesetzt? Nein, 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 die Polizei hat damit nichts zu tun, um Gottes Willen. Obwohl die ja mit allen Mitteln arbeiten. Unglaublich. Es sind unglaubliche Leute. Wie meinen Sie das? Nichts. Nichts, nichts, nichts. Na, ich lasse das hier nochmal durchrechnen. Hat sich nichts geändert. Absolut nichts. Auf Wiedersehen, Frau Baumbauer, und vielen Dank. Also, du dachtest, die Begegnung würde ihn beeindrucken? Es hat ihn beeindruckt. Ja, aber nicht genug. Es gibt nur den Weg, Harry. Er muss reden. Wir müssen ihm klar machen, dass es seine Pflicht ist, zu reden. Macht das mal jemand klar, der eigentlich nur aus Angst besteht? Oh, sagen wir mal so, er muss es einsehen. Dass es seine Pflicht ist? Nein, dass es gut für ihn ist. Harry, er hat zumindest zum einen der Täter, hat er Verbindung. Wenn wir den haben, dann haben wir auch die anderen beiden. Also, nicht mehr aus den Augen lassen, rund um die Uhr. Guten Abend, Herr Jurowski. Was trinken Sie, nach Whisky? Das mache ich auch, mit Eis und Soda. Es geht Ihnen nicht besonders gut, was? Sie trauen sich nicht nach Hause, was ich verstehen kann. Zu Hause, da wartet Ihre Familie auf Sie. Und die wollen von Ihnen hören, dass Sie Ihre Aussage gemacht haben. Ich habe keine Aussage gemacht. Nee, deshalb sitzen Sie ja hier und trinken. Aber damit lösen Sie auch nicht Ihr Problem. Hören Sie, da ist ein Mord geschehen. Klären Sie ihn auf. Das ist nicht meine Sache und nicht mein Beruf. Nein, das ist nicht Ihr Beruf. Das ist richtig. Aber dass es nicht Ihre Sache ist, das können Sie nicht sagen. Das kann ich sehr wohl sagen. Nein, Herr Jurowski, Mord ist jedermanns Sache. Und ganz besonders, wenn man Zeuge ist. Danke. Ich möchte zahlen. Bleiben Sie da, ich möchte zahlen. Sofort, mein Herr. Ach, da bist du ja, wir haben schon ein bisschen Angst gehabt.
Ich habe gleich gesagt, Vater ist bei der Polizei, da kann er nicht pünktlich sein. Das dauert ja mit Protokoll und Gegenüberstellung und so. Was ist denn, Vater? Du weißt doch, dass er heute Morgen bei der Polizei war, ne, Karl? Ja, das weiß ich. Ob ich das weiß? Die waren ja bei mir. Natürlich waren die bei mir. Mitten aus der Arbeit haben die mich rausgerissen. Aber Vater, wir wollten doch nur... Na was denn? Was? Ich habe keine Aussage gemacht. Keine. Nicht die geringste. Was steht hier rum? Möchtest du was essen? Ich will nichts essen. Ich habe keine Aussage gemacht. Ich konnte nicht. Ich hatte Angst. Zu viel Angst. Ich zittere. Ich habe keine Kontrolle darüber. Verachten die mich wohl, was? Was bedeutet das denn sonst? Verachten ihren Vater. Sie haben kein Recht dazu. Es steht ihnen nicht zu, ohne mich zu fragen und ohne meine Einwilligung zur Polizei zu gehen. Uns alle in Gefahr gebracht. Ja, ich kann ohne die Zustimmung meiner Kinder leben. Ich brauche sie nicht. Ich bin mit mir im Reinen. Das bist du ganz sicher nicht. Was, Helene? Bist nicht auf meiner Seite? Auf deiner Seite. An deiner Seite. Und das immer. Da war das zu Besuch, Vater. Nicht an die Tür gehen. Du sollst nicht an die Tür gehen! Guten Abend, ist Ihr Vater zu Hause? Ja, er ist da. Kommen Sie rein. Bitte. Guten Abend. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich noch einmal vorbeikommen würde. Und ich habe Ihnen gesagt, dass es keinen Sinn hat. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Bitte nehmen Sie Platz. Das ist immer noch mein Haus. Vater, bitte! Entschuldigen Sie. Wollen Sie was trinken? Nichts, danke. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, das können Sie verstehen. Sie machen sich's verdammt leicht mit Ihrem Verstehen. Geht mal raus. Helene, auch du. Wissen Sie, da ist etwas, was bisher niemand gewusst hat. Außer Ihnen. Sie haben es ja schon im Büro gesagt. Ja, Herr Derrick, ich habe Angst. Habe immer Angst gehabt, mein ganzes Leben lang. Vor Menschen, vor Ereignissen. Es war immer so. Ich war immer kurz davor, dass mir der Atem stehen blieb. In Erwartung vor etwas Schrecklichem. Und ich habe mir immer gedacht, nur nicht merken lassen, nicht merken lassen, wer das merken lässt, der ist verloren. Ja. Jetzt haben sie es gemerkt. Meine Frau und meine Kinder wissen jetzt,
dass ich ein feiger Mensch bin. Dass ich feig bin. Die Treppe herunter, stürzte vor mir, stand auf. Es war meine Sekretärin, Fräulein Becker. Ich bin es, Fräulein Becker. Jurowski. Sind Sie allein hier in der Wohnung? Ja, es ist niemand da. Niemand! Herr Jurowski. Stehen Sie auf, heben Sie die Hände. Gehen Sie zur Wand. Drehen Sie sich um. Sie sagten doch, Sie sind allein hier. Also gehen Sie rüber zu ihm. Herr Roth, das Sie? Fräulein Becker, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie mit... Nun wissen Sie es. Haben Sie es also gesagt? Haben Sie es also tatsächlich gesagt? Naja, ist ja gut. Ich habe nichts dagegen, dass die Sache zu Ende ist. Im Gegenteil, ich bin sogar froh. Ich war dabei. Mhm. Jetzt können Sie ja ruhig wissen. Ja, ich war dabei. Wir beide waren dabei. Wir beide haben uns überreden lassen, mitzumachen bei diesem Einbruch. Bei einem simplen Einbruch, wohl bemerkt. Es ging um eine Handvoll Patentschriften, die dieser Mann für einen Auftraggeber stehlen sollte. Wir sollten sie nur identifizieren. Mehr nicht. Zu mehr hätten wir uns auch gar nicht überreden lassen. Nur sagen, die da sind es. Was haben Sie denn dafür bekommen? Sowas macht man ja nicht umsonst. Natürlich nicht. Hat uns Geld geboten, sehr viel Geld, sogar 20.000. Das konnten wir auch sehr gut gebrauchen. Ich hatte Schulden und wir beide wollen heiraten. Es gibt sicher einen schönen Auftakt für eine Ehe. Wir wussten noch nicht, was passiert. Da konnte ein anderer Mord raus werden. Nicht im Traum haben wir an sowas gedacht. Scheiße! Hab die Alarmanlage getroffen. Da kommt jemand. Ja. Ich dachte, hört noch. Bambo! Was ist denn da los? Was machen Sie da? Der hat sofort geschossen. Der hat nicht lange gefragt, der schoss sofort. Ich wollte ihm noch einen Namen fahren, aber es war zu spät. Der hat den Mann ja schon umgebracht. Gehen Sie schnell! Was ist jemand? Jurowski! Er hat mich gesehen! Hören Sie auf! Lassen Sie das! Er zwang uns, zu Jurowski zu fahren. Dann hat er Irmgard gezwungen, bei ihm anzurufen. Vor dem Haus hat er dann durch das Fenster geschossen. Wir haben nichts damit zu tun. Im Gegenteil, wir haben gezittert vor Angst. Ich habe noch gesagt, pass auf, du, der schießt auch uns noch über den Haufen. Wie heißt der Mann? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, wo er wohnt? Ich weiß nur, wo er sich aufhält. Gut, dann zeigen Sie uns das. Harry, ruf im Präsidium an. Sie sollen jemanden herschicken. Hm. Sie, Herr Jurowski, Sie kommen mit uns. Vielleicht sehen Sie diesmal ein bisschen mehr als nur Schatten. Sie bleiben hier. Wir sehen uns später im Präsidium. Kommen Sie. Bitte. Also wo? Dahin. Bitte.
hinten, wo das Licht brennt. Das ist ein eigenartig, ne? Sagen Sie mal, wollen Sie uns aufs Kreuz legen? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin froh, dass alles vorbei ist. Kommen Sie. Herr Jurowski, ich kann hier nicht die Verantwortung für Ihre Sicherheit übernehmen. Herr Berger, holen Sie beide Herren ins Präsidium. Ne? Herr Huber. Bitte steigen. Lassen Sie alle Ausgänge sichern. Harry. Bitte steigen Sie ein. Bitte, Herr Jurowski. Ruf den Notarzt.